Okay. Ja, also ich bin auch ganz entzückt, dass wir uns hier im wirklichen Leben endlich mal wieder sehen und sogar bekannte Gesichter dabei sind und so weiter. Und wir haben ja hier heute den heutigen Abend, Querfeld ein Bühne heißt es ja, haben wir uns einfach geschnappt und wir drei referieren jeweils über das eigene Thema oder das, was besonders am Herzen liegt. Und ich möchte gerne heute, ich habe einen bewusst euphorischen Titel gewählt, nämlich Glanz und Abenteuer in der Corporate- und Industriefotografie. Und das ist nämlich mein Job, also das ist das, was ich beruflich als Fotograf mache. Ein Punkt ist, dass ich wahrscheinlich dauernd nicht ich sage, sondern wir. Und das hat einen bestimmten Grund, den muss ich kurz erklären. Ich bin zwar Fotograf, aber ich bin nur die Hälfte von unserer Firma und die meisten unserer Fotoproduktion machen wir gemeinsam. Zusammen mit der Kollegin Silvia Steinbach und wir arbeiten seit 2007 eng zusammen und wie gesagt, die meisten oder auf jeden Fall die großen Fotoproduktionen machen wir immer als Team, das heißt als gleichberechtigtes Fotografenteam. Jeder fotografiert ungefähr die Hälfte der Motive und der andere hilft jeweils bei der Umsetzung. Also es gibt bei uns nicht diese klassische Konstellation Fotograf-Assistent oder sowas, sondern wir sind halt ein Duo und schmeißen den Laden. Und das ist sozusagen unser, ja, Claim nicht, aber unser Selbstverständnis. Unsere Firma heißt Ahrens und Steinbach Projekte und wir fotografieren im Team die Welt der Arbeit. Wenn man mit Studenten der Fotografie spricht oder mit jungen Leuten, Ruhe da hinten, oder mit Menschen, die sich für die Laufbahn eine Fotografielaufbahn entscheiden, dann träumen sie meistens von Mode, weil sie dann mit schönen Models arbeiten können, von Werbung, weil sie dann international vielleicht in Privatjets zu ihren Assignments geflogen werden. Sie träumen vielleicht von Reisefotografie, weil sie möglicherweise denken, dass es permanenter bezahlter Urlaub ist. Oder sie interessieren sich für die Menschen und wollen den Menschen porträtieren, fotografieren. Sie sind vielleicht Künstler, vielleicht interessieren sie sich für Sport und Architektur. Nichtsdestotrotz kommt die Corporate- und Industriefotografie fast nie vor in diesen Berufswünschen oder in diesen Zukunftsträumen oder in diesen Lebensentwürfen. Und da möchte ich heute sozusagen gerne eine Lanze dafür brechen, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert. Denn, und das ist jetzt die andere Seite, wovon Fotografen normalerweise nicht träumen, sind Orte wie diese. Das ist eine Behelfswerkstatt in einem Industrieunternehmen oder Orte wie diese. Meine Kollegin steht da im Nieselregen, es sind glaube ich 3 Grad und wir warten auf das Verladen eines Schwertransportes auf den Rhein. Oder ein Ort wie dieser, das ist eine Mülltrennungsanlage, wo es wirklich richtig stinkt. Ja? Also nach 1-2 Stunden wird man betäubt und man kriegt nichts mehr mit. Aber das ist da, wo die gelben Säcke verarbeitet werden, die wir im Haushalt sammeln. Und die Kollegin hat sich da irgendwie so ein größeres Plastikstück herangezogen, damit sie sich da drauf hocken kann und macht gleich ein Foto, so ein dynamisches Bild von einem Bagger und Greifer und so weiter. Und das ist dieselbe oder eine ähnliche Anlage, weiß ich nicht mehr. Da hocke ich in so einem Transportkäfig und dirigiere die Bagger, damit ich anschließend ein schönes Bild machen kann. Und ja, das kommt in den Traumvorstellungen des Fotografenberufs in der Regel nicht vor, dass man an solchen Locations möglicherweise ein erfülltes Berufsleben verbringen kann. Und ich will heute belegen, dass das so geht. Ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich bin ein klassischer Quereinsteiger. Ich habe vor 16 Jahren beschlossen, keine Midlife-Crisis zu kriegen, sondern mir einen neuen Beruf zu suchen. Also ich war vorher PR und Journalist und PR-Mensch und ich bin dann Fotograf geworden. Und in den ersten 1, 2, 3 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, war es für mich das Allerwichtigste, einfach nur irgendwie mit der Kamera in der Hand Geld zu verdienen. Und ich habe alles Mögliche gemacht, querbeet, sogar Hochzeiten, obwohl das für mich eher traumatische Erlebnisse waren. Und irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, wo es mir nicht mehr genügt hat, einfach mit der Kamera irgendwas zu tun und dafür sogar ein Honorar zu bekommen, sondern ich bin irgendwie auf die Suche gegangen nach einem Thema oder nach einem Sujet, wenn man so will, was 2 Bedingungen erfüllen sollte. Nämlich erstens, es sollte richtig
Laune machen, Freude machen. Und zweitens, man sollte richtig Geld verdienen können darin. Das ist nämlich in manchen Bereichen, zum Beispiel im Fotojournalismus und anderen, momentan eigentlich nicht mehr möglich, muss man sagen. Und dann habe ich wirklich systematisch mich umgeguckt, Fotografen befragt, Bücher gelesen und so weiter und so weiter. Und irgendwann bin ich auf diese, ich nenne es Corporate- und Industriefotografie gekommen und habe festgestellt, hey, das ist doch unglaublich interessant eigentlich. Und es gibt dort lauter Menschen, Kunden, Unternehmen, Firmen, Organisationen und so weiter, die Bilder brauchen und die auch Bilder bezahlen. Vielleicht nicht so gut wie in der klassischen Werbung, aber viel besser als im Fotojournalismus und damit eine aussichtsreiche Geschichte. Und da haben wir uns zusammen, also da habe ich schon mit Silva zusammengearbeitet, gemeinsam auf den Weg gemacht, sozusagen diesen Markt für uns zu erobern und kennenzulernen und die Fähigkeiten zu entwickeln, wie man da gute Arbeit leistet, gute Fotografie macht. Erfolgreich ist natürlich auch in der Akquise und im Kundengewinnen und so weiter. Ja, also das so ganz kurz zu meinem Hintergrund. Also wir machen das jetzt seit 2007 ernsthaft und 2005 hat es begonnen. So, und jetzt möchte ich gerne ein bisschen über den Glanz sprechen. Also ich habe ja eben ein paar Locations gezeigt, die den Glanz jetzt nicht so per se transportiert haben. Ja? Dunkle, düstere Hallen, neonstichige Räume, schmutzige Orte, Müll womöglich und so weiter und so weiter. Und wenn man diese Art von Unternehmensfotografie betreibt, dann landet man immer in Räumen, die nicht oder extrem selten gestaltet sind in irgendeiner Form, sondern es sind immer funktionale Räume. Da wird montiert, gebaut, produziert und so weiter und so weiter. Da geht es darum, dass die Leute ihre Arbeit machen können und nicht, dass es gut aussieht. Und natürlich ist es die Aufgabe des Industriefotografen, seine Kunden gut aussehen zu lassen. Oder genauer gesagt, das, was sie tun, in einem natürlich positiven, optimistischen, konstruktiven, enthusiastischen Sinne zu transportieren und trotzdem authentisch zu bleiben. Jedenfalls ist das unsere Haltung dazu. Und jetzt möchte ich gerne, unsere Mittel, um das zu erreichen, das ist jetzt unser Stil natürlich, man kann auch andere Wege gehen, gar keine Frage. Also wir nehmen wir das Beispiel von einer Fabrik, in der meinetwegen Schokolade hergestellt wird. Da gibt es Anlagen, da gibt es Hitze, da gibt es Behälter, da werden permanent Sachen durch Rohrleitungen geführt und so weiter und so weiter. Also wir versuchen diese Dinge, das, was der Kunde transportiert haben will, seine Technologie, sein Know-how, seine Fähigkeiten, das, was ihn besonders macht und so weiter, eben durch Überhöhung zu greifen, eben nicht dokumentarisch zu fotografieren, sondern es auf den Punkt zu bringen, die spannenden Momente herauszuholen, die coolen Ecken zu finden und so weiter. Wir dramatisieren das Ganze meistens durch Licht, sehr viel Lichteinsatz. Wir schaffen Atmosphäre, die es sonst vielleicht nicht gibt, weil in einem gleichmäßig ausgeleuchteten, in einer Halle, in einer Industriehalle ist keine Atmosphäre in der Regel oder ist jedenfalls per se nicht besonders aussagestark und wir heroisieren in gewisser Weise auch den Prozess der Arbeit, indem wir eben die Facharbeiter, die Ingenieure, die Arbeiter, die Menschen, die das tun, im Grunde als Helden darstellen. Und dann möchte ich jetzt gerne mal ein paar Beispiele zeigen, was so die Herausforderungen sind. Zum Beispiel hier waren wir bei einem Unternehmen aus der Reifenproduktion, also Automobilreifen, eine der großen Marken. Und wir hatten 3 Locations vor Ort. Das war alles sehr limitiert und man musste Fotogenehmigungen einholen und. Und die hatten Fotogenehmigungen für 3 Locations, unter anderem für diesen Raum und diese Maschine, die da links im Bild zu sehen ist. Und die waren ganz begeistert davon und das war technologisch was ganz Tolles. Und also großartige Sache, ganz neu und so, also waren sehr stolz drauf. Ja, und dann kommt man da in so einen Raum und man hat natürlich eine Vorstellung. Ja, die Leute erzählen einem vorher Wunder, was einen jetzt erwartet. Man fängt natürlich sofort an, die Fantasie durchzudrehen und man denkt jetzt, kommt man in irgendeinen
gigantisches Hightech-Tool und dann sieht man dieses Ding da stehen und dann sagt man, sehr interessant. Und dann, also ein Schritt, den wir immer gehen, wir versuchen immer zu verstehen, was da passiert. Also wir lassen uns das erklären, wofür ist das gut, was wird damit gemacht, was ist das Besondere, wie arbeitet man da dran, was tun die Leute und so weiter. Und das haben wir dann auch dann erstmal gemacht, um ein bisschen Zeit zu gewinnen und irgendwie Wege zu finden, dass sich was zu überlegen, und sind dann echt, ich glaube, eine halbe Stunde um diese Teil rumgeschlichen, haben aus irgendwelchen Perspektiven versucht, da was zu machen. Irgendwann gibt es aber dann doch eine Idee und dann sagen wir, okay, so probieren wir das jetzt, und ich zeige jetzt einfach mal das Ergebnis. Das ist dabei rausgekommen. Also wir haben die Idee aufgegeben, an dieser Maschine irgendwas zu machen. Sie ist zu klein, sie ist zu filigran, es funktioniert einfach nicht. Man sieht immer so diese Fliesen von diesem Raum und die Hallendecke und so weiter. Deshalb haben wir das Ding einfach in den Hintergrund platziert und den Typ hier mit einem Messschieber irgendwas machen lassen. Das war ein Ausbildungsthema, also das sind alles ganz junge Leute gewesen. Deshalb auch so eine Azubi-Szene. Oder ein anderes Beispiel, das habe ich eben schon mal kurz gezeigt. Das ist auf einer Industriebaustelle, wo eine große Fabrik im Grunde neu gebaut wurde. Und dieser Raum ist die ehemalige Ausbildungswerkstatt, die jetzt zu einer improvisierten Metallwerkstatt umgebaut war, damit die da vor Ort Rohre schleifen können und Schweißnähte ziehen können und so weiter. Und so sieht das aus, wenn man sich einfach in die Ecke stellt, den Weitwinkel aufzieht und abdrückt. Und aber wenn man jetzt die Aufgabe hat, zeigen zu wollen, dass hier Profis am Werk sind, die präzise arbeiten, die auf Millimeter genau Stahlstücke in die richtige Form schweißen oder zusammenbringen können und so weiter, dann ist das jetzt nicht das optimale Bild. Und die Lösung sah in dem Fall so aus. Also hier auch wieder, es ist wie immer, ne? Man muss sich einen Ort suchen, man muss sich eine Perspektive suchen. Ich bin ganz nah rangegangen, der Raum verschwindet. Ich habe mit einer Verschiebung im Weißabgleich gearbeitet, zusätzlich Licht gesetzt von unten, was hier durch diese runden Dinger scheint. Dann das Schweißerlicht selbst natürlich, also der Schweißpunkt, der dann dieses magische Licht erzeugt. Ein Gegenlicht von hinten und ein bisschen Blue in den Hintergrund. Und schon könnte es ein Hightech-Superschweiß-Profi sein, der ja auch ist. Also es ist ja ein Profi und der kann was. Und es sieht halt einerseits gut aus und andererseits ist es trotzdem immer noch wahr. Jedenfalls finden wir das. Oder noch ein Beispiel, das ist eigentlich ein sehr attraktiver Raum schon, muss man sagen, im Vergleich zu vielen anderen. Das ist ein sogenanntes Hochspannungsprüffeld von einem Energiekonzern, wo mit, ich weiß nicht, Hunderttausenden von Volt Isolatoren getestet werden und solche Dinge. Und auch da, wenn man einfach nur die Kamera auslöst, sieht das ungefähr so aus. Und es ist noch nicht irgendwie so der Traum also es ist kein Technologietraum. Aber man kann es zu einem machen und das sieht dann halt so aus. Und das ist etwas, was ich jedes Mal großartig finde. Man kommt irgendwo hin, man ist praktisch immer vor eine Herausforderung gestellt. Es gibt keine einfache Lösung und man muss oder darf oder soll eine finden. Oder jetzt nochmal nicht ganz so spektakulär, aber auch das ist jetzt gerade letzte Woche entstanden. Das ist eine Fotostrecke für eine Klinik hier in Köln. Und da geht es darum, dass die Leute sind unterbesetzt, sie brauchen Mitarbeiter, sie wollen die Bilder sollen einfach transportieren, was hier ist. Das ist die chirurgische Intensivstation. Ich glaube, fast 50 Leute arbeiten da. Und wenn man einfach nur die Kamera hinhält, sieht es so aus. Und wenn man ein bisschen was tut, sieht es so aus. Und es ist bei uns immer Licht, es ist immer die Konzentration. Hier sieht man auf den Gesichtern und so weiter, ist überall ein bisschen Glanz und Licht reingebracht worden. Den Grünstich habe ich per Software rausgenommen. Und es ist immer noch wahr, aber es ist ein bisschen schöner als die Wirklichkeit. Ja, und so könnte ich jetzt unendlich weiter erzählen. Es gibt tausend Beispiele und faszinierende Orte. Das ist zum Beispiel eine sogenannte Blasformmaschine, mit der man Kunststoffteile herstellen kann. An dem Foto haben wir 4 Stunden gearbeitet und es gibt, glaube ich, 16 Lichtquellen oder so im Bild.
Und ja, hat Spaß gemacht. Oder das hier, ein schönes, eines unserer Lieblingshunden, das sind die Firma Feldbinder, die baut Transportfahrzeuge, also zum Beispiel für Öl oder Milch oder Wasser, die man auf unseren Autobahnen sieht, also die LKWs durch die Gegend fahren. Und das hier, diese runden Objekte, sind die Rohlinge. Und das sind zwei total geniale Typen, die sind sogenannte Synchronschweißer. Das sind Leute, die ohne sich zu sehen eine Naht von innen und außen gleichzeitig schweißen können. Also wenn einer dann da drin eine Naht zieht und der andere ist weiter hinten, dann sehen die sich ja nicht. Hier haben wir das für das Bild nach vorne geholt, aber meistens sehen sie sich nicht. Und dann haben die irgendeine Kommunikation, sagen, okay, hier geht's los. Und dann schweißen die synchron die Naht und dann wird sie eben von zwei Seiten gleichzeitig durch die Hitze und die Schweißmasse und so weiter ideal zusammengefügt. Diese Dinger dürfen halt nicht undicht werden. Und das war auch ein spannendes Feld. Manchmal wird einem was geschenkt, zum Beispiel hier. Da ist es einfach, das ist ein Elektromotor, ein etwas größerer, der zum Beispiel im Braunkohleabbau eingesetzt wird und die großen Bagger antreibt. Und das ist dann einfach wunderschön, ne? Da muss man nicht viel machen. Zwei Lichter hinten, links und rechts, bisschen Gegenlicht, bisschen Effektlicht und schon sieht es geil aus. Oder noch ein bisschen Glanz auf dem Kölner Flughafen. Das Wetter war bei weitem nicht so schön, wie es hier aussieht, aber ein bisschen Blau kam durch. Trotzdem war es trüb, also ein paar große Blitze hingestellt, warm Licht drauf, schöne Kontraste. Warten, bis das Flugzeug kommt und abdrücken. Übrigens, sowas machen wir immer. Wir warten, wir machen es immer echt. Also das Flugzeug ist nicht reingeschoppt. Und noch einmal Glanz, wieder in einer Mülltrennungsanlage. Das war eine, die schon richtig lange gelaufen ist. Das heißt, die war wirklich dreckig. Also wir waren eingesaut von oben bis unten, die Hände schwarz und so weiter. Die Leute im Hotel mochten auch unseren Duft nicht so, als wir reinkamen und so. Und aber auch da, also hier passiert im Grunde Folgendes, da werden über Transportbänder diese Elemente aus den gelben Säcken hier durchgeschleust in diese Kammer und da gibt es dann so Luftstöße und je nachdem, wie schwer der Kunststoff ist oder wie leicht, wird er dann nach oben der leichte und nach unten der schwerere weitertransportiert. Und also so findet eine Trennung statt. Natürlich ist diese Kammer links immer zugeschraubt oder irgendwie mit einem Blech verdeckt. Und dann muss man halt mit den Leuten reden, muss man sagen, kann man das aufmachen? Ja, ich glaube schon. Und kann man es auf der anderen Seite auch machen? Ja, ich glaube schon. Und dann macht das irgendeiner auf und dann kann man auf einmal Glanz machen und dann stellt man ein Licht dahinter und dann friert man die Bewegung ein von diesen fliegenden Objekten und dann wird es auf einmal erstens nachvollziehbar und begreifbar, was da passiert und zweitens sieht es auch noch schick aus. Ja, also auch hier bisschen Licht, bisschen Action. Ich habe den richtig arbeiten lassen, der war hinterher total erschöpft, aber er haut echt rein. Also ich finde, man nimmt es ihm ab und er hat es auch wirklich gemacht. Wir hatten uns auch ein bisschen missverstanden. Ich habe eigentlich gesagt, hier macht diesen Vorgang zweimal und dann ist gut. Aber der hat das nicht verstanden und er hat einfach immer weitergemacht. Und ich habe gedacht, ja, lass ihn machen. Ich fotografiere einfach weiter und die Besten nehme ich dann raus. Und irgendwann haben wir uns dann aber wieder zusammengefunden. Und ein letztes Beispiel, das ist auf dem Tower von einem, auf der Kuppel von einem Tower vom Flughafen Frankfurt, der abgerissen wurde, ein oder zwei Tage später. Und diese Jungs haben vorbereitet, dass dieser Raum, wo früher die Lotsen sitzen, also diese Kuppel quasi, die wird mit riesigen Kränen gehalten und dann wird der Betonsockel dieses Towers durchgesägt mit Betonsägseilen. Und dann wurde das Ding in der Nacht abgesetzt und so weiter. Und hier hatten wir, das war eigentlich ein Besichtigungstermin. Und ich war mit oben und dann kam irgendwo da hinten so eine wirklich echt schwarze Gewitterfront. Also das sah echt gefährlich aus. Und dann haben wir gesagt, okay, 3 Minuten. Und dann habe ich noch schnell dann Blitz rechts hingestellt und den Typen anpacken lassen. Und der Mann da hinten mit dem Funkgerät lief zufällig ins Bild, was dem Bild gut tut. Und schon ist es ein cooles Bild. Ja? Und jetzt sind wir auch schon eigentlich schon fast in der Abteilung Abenteuer, weil es sind halt einfach Erlebnisse hat, die man mit diesen Menschen hat, die man mit diesen Konstellationen hat. Die waren aufgeregt, die hatten in der Nacht dann diesen Hub, was eine kitzlige Angelegenheit war.
Da war ich auch dabei, bei strömendem Regen übrigens. Und es hat natürlich 5 Stunden länger gedauert als eigentlich kalkuliert und so. Aber die Bilder lohnen sich. Ja, genau. Also, das ist die Überleitung zum Abenteuerlichen. Anders als in vielen Bereichen der Fotografie landet man echt in Konstellationen, wo man vorher vielleicht noch nicht mal wusste, dass es sowas gibt oder kaum eine Vorstellung hat, wie das da aussieht oder was man da erleben kann oder so. Das hier ist zum Beispiel in dem in der Säule einer Windkraftanlage. Leider eine ohne Fahrstuhl, also da musste man per Pedis hoch und wir hatten die Aufgabe, dann oben in der Kuppel, also in der Gondel selbst, zu fotografieren. Ja, und das ist anstrengend. Es ist auch cool, ja, also es ist wirklich ein Abenteuer. Und man wird dafür bezahlt. Oder hier waren wir mal für einen Energiekonzern, haben wir oben Arbeiten fotografiert auf den Masten oben. Ja, da gibt es auch keinen Aufzug, also da muss man auch so hoch. Schwindelfrei sollte man sein, wenn man das macht. So sieht das dann nämlich umgekehrt aus. Und es ist schon ziemlich tief. Oder ein Abenteuer kann es auch sein, dass zum Beispiel der Kunde, wir haben einen Klinikkunden immer wieder, sagt, es findet gerade eine OP statt und sag mal, macht ihr das auch? Und wir sagen natürlich, ja, klar, kein Thema. Und dann wurde da halt wirklich operiert. Keine richtige Blutschlacht, sondern nur eine Knie-OP, aber es roch komisch, ne? Da dauert so nach verbranntem Eiweiß und so. Und durch die Kamera, komischerweise, war es nicht so schlimm. Aber als ich mir hinterher die Bilder angeguckt habe, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache und so. Ja, aber es ging und es ist was ganz Gutes dabei rausgekommen, obwohl wir hier nicht viel machen konnten. Hier durften wir kein Licht setzen, großartig. Und wir mussten immer auf große Distanz arbeiten, so wie heute im Grunde hier die Treffen stattfinden müssen, wegen Keimfreiheit und so weiter. Ja, und ein Abenteuer kann auch sowas sein. Dann hat man nämlich auf einmal die Aufgabe, einen Wasserbrunnen zu fotografieren. Und dann denkt man sich natürlich irgendwie unterirdische Zisternen oder sowas. Ja, so die erste Assoziation. Und dann wird man da hingeführt an diese Kuppel. Und da drin ist der Brunnen. Und der ist total klein. Es ist vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Meter Durchmesser oder so hat das Ding. Eigentlich kann man da drin gar nicht fotografieren. Also so einen Weitwinkel gibt es kaum. Trotzdem geht es irgendwie und man muss sich irgendwas ausdenken und von der Seite oder so wäre es einfach nicht möglich gewesen, ein anständiges Foto zu machen. Also habe ich die Kamera dann auf den Boden gelegt und auf so ein kleines Stativ und per Fernauslöser nach oben fotografiert und da richte ich gerade das ein und das bastle am Licht und so weiter. Und ja, so sieht das in einem Brunnen aus von einem Wasserkraftwerk in Ostdeutschland. Nochmal Mülltrennung. Oder auch Abenteuer, Stichwort, einfach in solchen Räumen zu sein. Ja? Also das sah jetzt auch wirklich toll aus mit diesen Lichtstreifen, die durch die Decke, durch irgendwelche Deckenluken kamen und Feuer überall. Das ist ein Stahlwerk, in dem Automotoren gegossen werden. Und da brennt es überall sozusagen in Anführungszeichen und es gibt tolle Farben und so. Auch das ist immer echt ein Erlebnis und es ist einfach eine Freude, da drin zu sein und Teil dieser Angelegenheit zu werden. Auf Flughäfen bin ich auch gerne. Das haben wir am Kölner Flughafen fotografiert für eines der letzten größeren Projekte in der Dämmerung. Und das ist einfach auch ein Privileg. Ja? Also niemand darf dahin, außer Leute, die da was zu tun haben. Und Fotografen, jedenfalls manchmal. Und es kann auch sehr entspannt ausgehen. Da haben wir bei einer Yachtfirma fotografiert. Und haben das besichtigt und entspannter Industriefotograf beim Location Check heißt die Bildunterschrift hier vielleicht. So, also ich sage ja immer Corporate und Industriefotografie und um fair zu bleiben und um die um das Spektrum ein bisschen größer zu machen, ist es natürlich so, dass sehr viele dieser viele Fotografen, die in diesem Metier unterwegs sind, natürlich auch in Büros fotografieren. Manche haben sich sozusagen auch durchaus darauf spezialisiert, Porträts von Unternehmensporträts zu machen, also Firmenmitarbeiterporträts meine ich und so weiter und so weiter.
Ich persönlich mag das nicht besonders, weil Büros sind einfach grottenlangweilig in meinen Augen und sie haben überhaupt keine Schnitte gegen Mülltrennungsanlagen oder Stahlwerke oder sowas. Und die meisten sind ja auch noch sehr, also ich sag mal, gerade haben einigermaßen Standard, aber die haben keine Architektur oder jedenfalls, dann muss man schon Glück haben. Wir machen das aber natürlich auch, wenn der Kunde das will oder wenn er vom Vorstand ein Porträt haben will oder wenn er die Marketing-Mitarbeiter porträtiert haben wollen. Wir machen das auch ganz gut vielleicht, aber nicht besonders gerne. Und deshalb gibt es hier nur 2 Fotos. Manchmal hat man auch einen witzigen Typen, der dann einfach seine Trompete rausholt und ein Ständchen spielt. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist nicht mein Metier. Und immer, wenn ich da raus bin, bin ich heilfroh. Und wenn ich einen Job habe, wo Büro keine Rolle spielt, bin ich noch froher. Ganz kurz ein bisschen was zur Technik. Wir müssen natürlich mobil sein. Also wenn wir in so eine möglicherweise weitläufige Fabrikanlage zum Beispiel kommen, dann, okay, wir sind zu zweit, jeder hat 2 Koffer oder 2 Rollkoffer, noch 2 Stative unterm Arm und eigentlich muss das reichen. Natürlich braucht man manchmal mehr, dann muss man nochmal zum Auto und so weiter, aber Mobilität und mobiles Equipment ist Trumpf und das muss alles in so ein Auto passen und im Prinzip ist das das, was ich mitnehme, wenn wir zu Locations fahren. Kamerakoffer und Zubehör. Natürlich braucht man Sicherheitsschuhe oder Schuhe, die man im Matsch tragen kann oder Helme, Sicherheitshelme oder Anstoßkappen. Das ist dieses orangefarbene Ding, weil der Kunde einfach erwartet oder anders ausgedrückt, wenn man das alles bei sich hat, dann signalisiert man, dass man sich auskennt, dass man weiß, worauf es ankommt, dass man Sicherheitsschuhe tragen muss, wenn es vorgeschrieben ist und so weiter. Und das gehört genauso dazu. Und es gehört noch ein bisschen anderer Kram dazu. Sicherheitswesten, Schutzbrillen, Handschuhe, Kletterhandschuhe. Das Blaue hier rechts ist ein Schutzanzug für Arbeiten in der Chemie. Da braucht man bestimmte Stoffe, die nicht so leicht entflammen und dergleichen. Ich habe immer eine Regenhose dabei, ich habe immer eine Wärmehose dabei, falls man in einem Kühlhaus oder sowas fotografieren muss. Und auch ein Geschirr zum Klettern, also so ein Sicherheitsgeschirr gegen Abstürze. So, und jetzt komme ich zu einem besonders schönen Thema in diesem Metier, nämlich die Menschen, mit denen man es zu tun hat. Unsere, also habt ihr an den Bildern gesehen, ist fast nie reine Technologie oder wir fotografieren meistens nicht die Maschine pur oder außer der Kunde will es unbedingt, sondern wir versuchen immer szenische Dinge zu machen mit Menschen, die arbeiten und die da was tun und wo Prozesse sichtbar werden und so weiter. Und die Leute, die wir vor der Kamera haben, sind fast immer, außer ganz, ganz selten, wenn der Kunde auf Models besteht, was wir aber eigentlich nicht gut finden, halt die echten Mitarbeiter und die sind toll. Die sind super. Die Müllwerker, die Facharbeiter, die Anpacker jeglicher Art, das sind einfach tolle Leute. Die haben Spaß, also die sich dann bereit erklärt haben, ne, die sind natürlich auch immer motiviert und die sind vor allem uneitel, was man in Büros zum Beispiel überhaupt nicht sagen kann. Die sind nämlich alle eitel. Und es ist einfach eine Freude und es macht total Spaß. Ich zeige einfach mal so ein paar Making-of und so Begegnungsbilder mit so einem Team. Da hat Silvia fotografiert auf dem Teil da oben und die beiden Jungs haben zuerst gedacht, ich wäre der Fotograf, ne, ganz typisch. Und Silvia hat ihnen aber gezeigt, was eine Hake ist und die haben sich hinterher so voller Hochachtung und es war echt eine tolle Begegnung mit denen. Die haben dann sogar noch eine Mail geschrieben und sich bedankt und es war echt ein klasse Tag. Ja, und mit den Leuten reden, sie einbinden, sie mitnehmen. Es ist auch eine Form von Wertschätzung, was wir da tun. Also wenn wir mit den Kollegen vor Ort Bilder machen, dann werden sie ja auf eine besondere Weise gesehen, was vielleicht im Alltag oft genug ein bisschen untergeht. Das merkt man auch. Und das sind einfach, sieht man schon, sind einfach dufte Typen. Ich nehme an, es gibt auch
professionell Interessierte, ich sehe jetzt übrigens niemanden mehr, ne? Ich rede in so ein schwarzes Loch. Seid ihr noch da? Ja, ist keiner weg oder so? Alles klar, super. Oder nur ein paar. Ich habe vorhin ein bisschen über Geld und Honorare gesprochen. Mir ist es wichtig, dass ich für meine Fotografie nicht hungere. Da lege ich Wert drauf. Und ob ich jetzt Geld scheffle, so wie in diesem Stil, das kann ich auch nicht bestätigen. Aber es ist tatsächlich so, dass man in diesem Metier Geld verdienen kann. Wenn man sich da reinfuchst, wenn man es erlernt, wenn man Kunden gewinnt natürlich und so weiter. Wie gesagt, Werbeetats gibt es da eher selten, aber Tageshonorare, ich sag mal zwischen, tja, die Spanne ist groß und Kollegen, es gibt halt junge und es gibt neue und es gibt alles und es gibt schlechte Budgets und es gibt gute Budgets und so weiter, aber irgendwas zwischen 1200 und 3000 Euro Tageshonorar ist möglich und erzielbar. Und je besser man ist, desto mehr kann man da machen und hinkriegen. Und wenn man sich auf diese Metiers und auf diese Orte und auf diese Herausforderungen wirklich einlässt, dann wird das auch von denjenigen, die Sinn haben für Ästhetik und für Kunst und für Fotografie und für Wirkung von Bildern, durchaus honoriert. Und vielleicht jetzt noch zum Markteinsatz. In Deutschland gibt es 3,5 Millionen Mittelstandsunternehmen. Nicht mit allen möchte man vielleicht arbeiten oder kann, aber es bleiben immer eine Menge übrig, die als potenzielle Kunden in Frage kommen. Es ist also eigentlich ein weites und reiches Feld. Ah ja, jetzt kommt der 5-Minuten-Werbeblock. Nein, 5 Sekunden, Entschuldigung. Warum halte ich eigentlich diesen Vortrag? Dazu komme ich gleich nochmal. Also irgendwann vor 2 Jahren ungefähr hatte ich das Bedürfnis, das mal aufzuschreiben, auch als Inspiration für Nachwuchs oder junge Kollegen, die in den Markt drängen und sich verzweifelt vielleicht nach lukrativen Sachen oder Themen oder Sujets umschauen. Also ich habe dann dieses Buch geschrieben, ich habe eins dabei, ich kann es nicht verkaufen, weil ich habe nur noch ein paar Exemplare für den Autoren. Wer aber mal reingucken will, kann das gerne tun. Und ich komme jetzt auch eigentlich schon zu einem Schlusswort. Warum erzähle ich das hier eigentlich? Möchte ich möglichst viele Konkurrenten heranzüchten, die mir meine Jobs wegnehmen? Eigentlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das eine ernsthafte Gefahr ist. Ich habe schon gesagt, 3,5 Millionen Unternehmen als Zielkunden. Da bleibt eine Menge Bewegungsspielraum. Was mich ein bisschen schmerzt, ist, dass diese Art von Fotografie so, ich sag mal, so wenig berühmt ist, ja, oder so wenig im Fokus ist, auch von den Menschen, die die Fotografie lieben oder machen wollen oder professionell machen wollen. Und ja, vielleicht habe ich ein bisschen etwas heute erzählen können, was dem Ganzen Gewicht gibt oder Interesse weckt. Und es ist wirklich ein toller Bereich. Man muss sich einfach nur dafür interessieren. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Man muss Lust haben auf Technologie, auf die Welt der Arbeit, auch auf manchmal seltsame Orte und unbequeme oder schwierige Situationen. Aber man wird auch belohnt durch tolle Erlebnisse, durch Hubschrauberflüge rund um irgendwelche Anlagen und so weiter. Und ja, ich bin begeistert von meinem Beruf und von dem, was wir da tun. Und schließe hiermit meinen Vortrag. Vielen Dank. Können wir die Lampen jetzt ins Publikum richten? Also, Fragen. Gibt es Fragen? Du sagtest ja, dass das meistens Tagesprojekte dann sind, ne? Ja, also nicht zwingend. Okay. Das hängt natürlich sehr davon ab, ob der Kunde, also wie viel Etat er hat einfach, ja, ne, und was er vorhat. Wenn er einfach nur ein paar neue Bilder für einen Teil seiner Webseite braucht oder so, dann werden wir halt nur einen Tag gebucht oder einen halben, gibt es auch mal. Aber wir hatten auch Projekte, wo wir 40 Tage durch Deutschland geschickt wurden, zum Beispiel diese ganzen Abfall- und Müllgeschichten. Das war für einen Konzern, der einfach eine Bilddatenbank aufbauen wollte. Und wir haben 40 Termine gehabt, immer, also meistens eineinhalb oder 2 Tage.
Oder, also das, es kann durchaus ins Große, Größere skalieren, natürlich, ne? Aber es, gängig ist es oft ein Tag, zwei Tage, drei Tage, so etwas. Okay, musstet ihr dann auch mal abbrechen wegen Wettereinflüsse oder Technik hat versagt oder der Kunde war da nicht richtig präsent oder hat es nicht geklappt so richtig? Kann ich mir das vorstellen? Oder habt ihr immer das dann noch irgendwie gedreht? Und also mein Freund und Vorbild Gerd Wagner hat in seinem Buch, das in gewisser Weise ein bisschen Vorbild auch für mich war, geschrieben, ein Profi ist einer, der immer was Brauchbares mit nach Hause bringt oder zum Kunden bringt. Und also natürlich kann man nicht mehr fotografieren, wenn gerade die Welt untergeht oder wenn, wie im Falle von dieser Wolkenbank, ne, dann muss man halt einfach abhauen. Aber in der Regel ist es natürlich nicht so. Und wenn draußen kein Wetter ist für irgendwas, dann kann man immer irgendwas anderes machen. Ne? Also es gibt vielleicht Ausnahmen, wenn man zum Beispiel ein Baustellenprojekt begleitet oder solche Dinge. Okay, dann ist man draußen. Aber also, nee, ich kann das eigentlich nicht sagen in dem Sinne. Es gibt auch Kunden, die sind echt nicht gut vorbereitet. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Job, das war so ein mittelständisches Unternehmen, was bestimmte Aggregate baut. Und die hat mich begrüßt, hat mir einmal gezeigt, wo die Halle ist und ist dann verschwunden. Und ich habe mir dann meine Locations und meine Leute, die waren noch nicht mal informiert vorab. Ja, die wussten nicht, dass ein Fotograf kommt. Dann alle selber gesucht, ne, und hab die angesprochen, hab gesagt, ist das okay, wenn ich hier und so weiter. Und dann, die meisten haben Lust auf sowas, eine Abwechslung und so weiter. Manche sagen auch mal nö, aber also sowas gibt's auch, aber man kann eigentlich immer eine Lösung finden. Also haben sich dann auch manchmal ganz andere Dinge ergeben, positiv dann vielleicht, ne? Könnte man fast so, als ja, würde ich das so raushören. Also es ist, das ist vielleicht einer der großen Vorzüge bei uns, dass anders als zum Beispiel in der klassischen Werbung oder in der Werbefotografie, ist es normalerweise nicht so, dass irgendjemand schon vorher einem aufgemalt, welche Motive man zu fotografieren hat und wie das ungefähr aussehen soll oder womöglich noch mit irgendeinem Stockfoto so ein Ding zurechtgebastelt hat, ne? Sondern in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir, und das ist auch etwas besonders Befriedigendes, finde ich, an dieser Art von Fotografie. Der kreative Teil ist fast immer komplett bei uns. Ne? Also die Leute engagieren uns mit dem Ziel, sie wollen vielleicht, also Vorstellungen haben die schon, die wollen vielleicht diese Station und die Montage und was weiß ich, die Qualitätskontrolle am Ende und sowas davon Fotos haben. Aber sie haben null Vorstellung, wie sowas aussehen könnte und sie schreiben es einem auch nicht vor. Und das heißt, man muss es immer selber entwickeln. Und es ist eigentlich immer eine Überraschung, die dabei rauskommt, weil nur selten hat man die Chance, das wirklich ausgiebig vorzubereiten und zum Beispiel einen Location-Check zu machen und so. Ne? Oft stolpern wir da rein, wenn es losgeht. Und ja, dann muss man sich umgucken und das Beste draus machen. Ja. Also mich würde interessieren, was passiert, wenn dem Kunden hinterher das Foto nicht gefällt. Ich denke da insbesondere an das erste aus der Reifenfabrik. Wenn ja, die Leute so besonders stolz auf ihre Maschine waren, ja, und die irgendwie präsentiert haben wollten, ja, und hinterher kommt ein Foto dabei raus, wo für unbedarfte Leute eigentlich nur ein Azubi mit der Messlehre zu sehen ist. Genau. Also es war auch wirklich eine Azubi-Geschichte, muss man dazu sagen. Ne? Also und die Maschine war sozusagen der Ort oder der Anlass für diesen Ort, wie auch immer. Wobei man sagen muss, der Kunde ist schon dabei in der Regel. Also irgendjemand, der aus dem Marketing oder aus der PR-Abteilung oder manchmal auch der Geschäftsführer oder so, je nachdem, ist da und da legen wir auch durchaus Wert drauf. Und wir arbeiten immer so, dass wir das Bild erstmal erarbeiten, also überhaupt erstmal suchen und dann die Perspektive und die Idee gefunden haben und dann setzen wir das Licht und so weiter und dann machen wir ein Probebild und die Fotos kann man sich immer auf einem iPad ansehen, die werden von der Kamera aufs iPad gestreamt und die Leute sollen und müssen, also die Verantwortlichen, uns das auch abnehmen. Also die müssen sagen, gefällt mir. Also das passiert dann schon im Vorfeld? Nein, es passiert beim Fotografieren. Dass die Auftraggeber ihr Platz entgeben. Also beim Fotografieren. Ja gut, aber bevor das endgültige Produkt fertig ist. Ja, ja. Also wobei man sagen muss, das ist auch ein bisschen unsere Philosophie. Also unsere Fotos entstehen nicht in Photoshop,
sondern die entstehen wirklich vor Ort. Und also das heißt, natürlich machen wir ein bisschen Bildbearbeitung und arbeiten mal ein bisschen an den Farben, Kontrasten und diese Geschichten, manchmal auch selektiv. Aber im Grunde wird das Foto von uns vor Ort schon durchgestaltet, indem wir halt einfach aufwendig Licht setzen. Also unsere Lichtsetzung gehört einfach zu dem Prozess. Und dann sieht man auf dem iPad auch schon wirklich ein Ergebnis, was nahe an der Endfassung ist. Das heißt, die Leute können es auch beurteilen. War da noch eine Frage? Okay, dann räume ich die Bühne.